Hi zusammen, ich so, ich wollte sagen, ich hoffe, wie Sie mit Inkscape an Objekt so skalieren können. Und wir legen sofort los. Und zwar, wir nehmen zum Beispiel dieses Werkzeug hier, wo wir einfach ein Rechteck oder ein Quadrat erstellen können. Also wir erstellen zunächst ein Rechteck und dann erhöhen wir einfach unsere Deckkraft. Und wir können auch die Farbe ändern, wie Sie schon wissen. Und mit beiden Anfasser, mit der Steuerungstaste, haben wir die Möglichkeit, nochmal ein bisschen unsere Kreise so. Ja, abzurunden, wie wir einfach haben wollen. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Farbe zu ändern, wie wir wollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur die Farbe, sondern die Konturfarbe zu ändern, dann ist sie schwarz. Aber wir können zum Beispiel sagen, ja, wir sehen das noch nicht und wir wollen zum Beispiel noch ein bisschen dicker haben, 1 cm dicker. Ich muss noch mal gucken, ja, die Pixel, wir wollen jetzt in Zentimeter anstellen und zwar 1 cm dicker. Sofort sehen Sie einfach, wie die Farbe jetzt geworden ist. Es ist jetzt schwarz und man kann das auch ändern. Die Füllfarbe kann man ändern, damit man besser sehen kann, was wir jetzt gemacht haben. Und Sie können auch verschiedene Farben einfach so zuweisen, wie Sie wollen. Und von daher sehr schön. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur solche Sachen zu machen, sondern skalieren. Wenn Sie skalieren wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem Werkzeug erstmal das Objekt zu markieren. Und damit können Sie zum Beispiel skalieren. Sie sehen schon, was wir damit hier machen könnten. Und Sie können nicht nur ein Objekt so skalieren, Sie können verschiedene Objekte erstellen und dann zum Beispiel genau nochmal ja, bearbeiten oder skalieren, wie Sie wollen. Sie können auch verschieben, also Sie können zum Beispiel hier verschieben, Datum, wo Sie einfach haben wollen. Sie sehen schon, wie es ist. Die Farbe können Sie ändern, wie Sie wollen. Sie merken schon. Also, hier können wir sehr tolle Effekte einfach erzeugen und von daher sehen Sie einfach, was wir jetzt machen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur dieses Objekt so zu markieren, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, die anderen Objekte zu markieren. Auch diese in außere Objekt einfach zu drehen, haben Sie auch die Möglichkeit. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und Sie können auch mal ein bisschen umformen, wie Sie wollen. Den Anfasser können Sie richtig umformen, wie Sie wollen. Sie sehen schon, man kann ein bisschen die Perspektive auch machen und man kann sehr, sehr viele tolle Sachen damit erreichen. Sie sehen schon, was wir jetzt machen. Und so können Sie auch, wenn Sie arbeiten, auch einfach so ziehen. Wir können nicht nur mit Rechtecken so machen, auch mit allen Werkzeugen können wir einfach hin und hier mit unseren Sachen so bewegen. Und die Farbe können wir ändern, wie wir wollen, bis wir die bestimmte Farbe gefunden haben. Sie sehen schon, ziehen Sie einfach die Ecken, also und dann wird es einfach geändert in eine andere Perspektive. Sie merken schon, was wir hier machen. Und Sie können auch natürlich nicht nur mit dem hier machen, sondern auch mit anderen. Ich gucke eine bestimmte Farbe. Ich denke, diese Farbe ist schon gut. Und jetzt wollen wir auch mit einem Kreis auch machen, damit Sie einfach besser sehen, was ich damit mache. Und wenn Sie nochmal die beide nochmal trennen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Objekte einfach mit dem System verbinden. Sie können zum Beispiel nochmal trennen und es wird einfach getrennt und Sie können nochmal zusammensetzen. Also alles ist einfach möglich. Sie sehen schon, also gucke eine richtige Farbe, aber momentan sehe ich nicht so eine tolle Farbe, die uns am besten so gefällt. Also diese Farbe ist auch nicht so schlecht, da kann man alle drei Farben einfach sehen. Mal bei den schwarzen Farbe kann man nicht so genau die Farben sehen. Also, und von daher, nee, das ist nochmal ziemlich heller. Also, ich lasse einfach so und dann mache ich einfach jetzt mit einem Kreis. Und dann markieren wir zeichnen zum Beispiel unseren Kreis und jetzt mit unserer Deckkraft ist wieder einfach erhöht. Und jetzt wollen wir einfach zeigen, wie Sie auch bearbeiten können. Sie sehen schon, mit unserem Kreis haben Sie die Möglichkeit einfach zu markieren und einfach zu bearbeiten, wie Sie wollen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal, ich hole nochmal das Werkzeug und dann können wir nochmal zeichnen. Also Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal richtig zu bearbeiten, zu ziehen, wie Sie einfach wollen. Sie sehen schon, mit dem haben Sie auch genauso die Möglichkeit, ups, Entschuldigung, zu ziehen, zu vergrößern, zu verkleinern, wie Sie wollen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und die Deckkraft haben Sie immer die Möglichkeit, einfach auch zu ändern, wie Sie wollen. Sie sehen schon, wir können kleiner machen, größer, dicker und einfach skalieren, wie wir wollen. Und wir können auch verschieben, bis wir die richtige Position gefunden haben. Sie können auch drehen, wie Sie einfach wollen.
Und Sie können auch kombinieren und zum Beispiel nochmal die Deckkraft nochmal ein bisschen weniger machen, damit wir besser sehen können. Und so sieht es jetzt aus. Und wir haben insgesamt drei Farben hier kombiniert, drei tolle Sachen hier kombiniert. Und so sieht es jetzt aus. Also damit kann man wirklich sehr viel erreichen. Und Sie sehen schon, Sie können noch hier tun, wie Sie einfach haben wollen. Und die beiden, ja, die können zum Beispiel noch so machen, wie Sie wollen. Also machen Sie einfach, was Sie wollen. Und ich freue mich auch, das Projekt mit euch getan zu haben. Ich freue mich auch, das nächste Entschuldigung, Projekt wieder mit euch einfach zu teilen.